Das bist da Nonnen sind und will Seilschaften. Mr. Taliban, Taliban. Helgoland. Nirgendwo sonst ist man an der deutschen Küste so sehr mitten in der Nordsee wie auf der einen Quadratkilometer kleinen Insel. Detlef Haas will zum Fischen aufs Meer hinaus. Für die Ausfahrt nimmt der Homer Fischer das traditionelle Helgoländer Börteboot, ein besonders massives Holzboot. Das, meint Detlef Haas, kenne er besser als seine Frau. Detlef Haas ist einer der letzten Hummerfischer von Helgoland. Heute gehen ihm meist nur noch Taschenkrebse in die Fangkörbe. Wegen ihrer großen Scheren, mit denen sie kneifen können, heißen die Taschenkrebse hier Knieper. Die Bezeichnung ist ebenso eine Helgoländer Besonderheit wie die geflochtenen Hummerkörbe und die Börteboote. An der Art und Weise Fischerei und an diesen Traditionsfahrzeugen, die wir hier haben, da muss man mal sagen, da muss das Herz dran hängen. Man muss auf Helgoland geboren sein, man muss damit groß geworden sein. Und dann ist es ein, was in Fleisch und Blut übergeht. Und das kann man eben nicht so lernen. Das ist eben eine Sache, die muss angeboren. Das ist ganz einfach eine angeborene Sache. Kaum sind die ersten Körbe leer, versieht Detlef Haas sie mit neuen Ködern. Helgoland steht auf einem festen Felsgrund, der sich tief ins Meer hinein erstreckt. Darauf wachsen Laminarienwälder, Braunalgen. Sie bieten auch zahlreichen Meerestieren einen Lebensraum, die hier eigentlich nicht heimisch sind. Den Helgoländer Hummer gibt es schon seit Jahrhunderten in den Felshöhlen rund um die Insel. Darin versteckt er sich vor seinen natürlichen Feinden. Doch er war hier fast ausgestorben. Junge Hummer haben noch einen weichen Panzer und sind eine leichte Beute. Vor allem der Knieper macht dem Hummer das Revier streitig. Detlef Haas kennt die Erzählungen der alten Fischer, die mit vollen Körben vom Fang zurückkamen. Heute ist es für ihn schon ein Glücksfall, wenn er einen einzigen Hummer fängt. Mitten in der deutschen Nordsee, etwa 70 Kilometer vom Festland entfernt, liegt die kleine Insel Helgoland. Sie ist nur rund einen Quadratkilometer groß. Es gibt die Hauptinsel mit dem Ober-, Mittel- und Unterland und die vorgelagerte Düneninsel. Ein kleiner Fels aus rotem Buntsandstein, das ist Helgoland. Viele Millionen Jahre ragt er schon aus dem Meer. Das Wahrzeichen der Insel ist die Lange Anna. Ein freistehender Felsen. Er steht, wie fast ganz Helgoland, unter Naturschutz. Nur etwa 1500 Menschen leben auf Helgoland. Doch die Insel hat alles, was eine Stadt braucht. Kirche, Sparkasse, Supermarkt, Gemeindeamt und sogar einen Hauptkommissar. Kenneth Rostig ist stets zu Fuß auf Streife. Denn Autos gibt es auf der Insel nicht, von den wenigen polizeilichen Ausnahmen abgesehen. Und selbst fürs Fahrradfahren benötigt man eine Sondergenehmigung. Wer denkt, auf der idyllischen Insel gäbe es für die Polizei nichts zu tun, der irrt.
findet zumindest Kenneth Rostig. Wir sind sowohl im Bereich der Hoheitsdelikte, Körperverletzungen zuständig und da kommen Fälle vor, beziehungsweise auch im Bereich der Eigentumsvermögenskriminalität, Betrugsfälle, Computerbetrug. Also es ist ein sehr breit gefächertes Spektrum polizeilicher Arbeit. Obwohl ein Fahrstuhl das Unter mit dem Oberland verbindet, geht der Hauptkommissar am liebsten zu Fuß. Unterwegs bietet sich die Gelegenheit für einen Schnack und der könnte ihm wichtige Hinweise für die Verbrechensbekämpfung liefern. Vor 14 Jahren kam Kenneth Rostig nach Helgoland, der Liebe zu einer Insulanerin wegen. Seit Tagen beschäftigt ihn ein Fall auf dem Oberland. In der Schrebergartenkolonie haben Strauchdiebe Setzlinge gestohlen. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Wir haben das natürlich als Anzeige aufgenommen. Es ist ein Diebstahl. Da gibt es keine Diskussion und haben auch entsprechende Befragungen durchgeführt. Sind aber leider des Täters nicht habhaft geworden. Ich sag mal, solche Dinge passieren hier, passieren auch auf dem Festland. Ist aber, also das muss man auch mal sagen, hier nicht an der Tagesordnung. Hauptkommissar Kenneth Rostig ermittelt weiter. Wenn Detlef Haas die bunten Hummerbuden von Helgoland erreicht, dann fühlt er sich an seine Kindheit erinnert. Früher lagerten in den Buden die Fischereigeräte und manche Fischer wohnten in ihnen. Heute stehen die kleinen Häuschen unter Denkmalschutz und sind an Cafés und Souvenirläden vermietet. Detlef Haas hat seine Bude behalten. Der Fischer braucht sie für seine Knieper und Hummer. Detlef Haas hat heute doch noch einen Hummer erwischt. Die Mütze kriegt das Tier auf, damit es den Fischer nicht sieht. Dann werden seine großen Scheren verschnürt. Das ist nicht ungefährlich. Na, nur mein Charakter. Der eine, der setzt sich hier hin und lässt sich das über sich ergehen, dass man ihm die Scheren zubindet. Und der andere ist gelenkig und ein Bodenturner und lässt sich das nicht gefallen. Eigentlich macht man es ja anders. Man setzt den Hummer aufs Bein, klemmt sich eine Schere zwischen die Beine und bindet den dann. Dabei hat mich aber einer mal im Bein erwischt, ganz oben. Und das ist natürlich doch eine ziemlich schmerzhafte Sache. Mein Glück, dass das nicht 10 cm höher war. Mit dem Hummer im Eimer macht sich Detlef Haas auf den Weg in die biologische Anstalt Helgoland. Sie gehört zum Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Der Fischer hilft den Meeresbiologen, die hier die Helgoländer Hummer züchten. Für jeden Hummer, den Detlef Haas abliefert, erhält er ein Kopfgeld. Für ein Weibchen mit Eiern sind es immerhin 50 Euro. An Restaurants verkaufen könnte er die Tiere ohnehin nicht, denn sie stehen unter Schutz. Für den Forscher Friedrich Buchholz war es wichtig, dass die Helgoländer Fischer dabei helfen, die Hummer wieder zu vermehren. Ja, alles klar. Ja. Gut. Ne? Dankeschön. Das ist Grundlage des Projektes, dass wir von vornherein eben eine enge Absprache haben und eine enge Kooperation mit den Hummerfischern. Denn die bringen uns die Hummer, sie bringen vor allen Dingen eben auch die markierten Hummer zurück. Und daraus gewinnen wir dann wiederum Daten über die Entwicklung und den Zustand der Population vor Helgoland. Zuerst wird jeder Hummer gewogen, denn das Gewicht verrät etwas über sein Alter. Dieser hier
ist etwa 9 Jahre alt. Bis zu 60 Jahre alt können Hummer werden. Jedes Tier wird dem Fischer zugeordnet, der es gefangen hat. Dann bleibt das Weibchen so lange hier, bis es seine Larven abgegeben hat. Das wird einige Wochen dauern. Erst dann darf das Weibchen zurück in die Nordsee. Helgoland hat nicht nur eine Kirche, sondern sogar einen Inselpastor und Seelsorger. Aber der Junge scheint jetzt versorgt zu sein und ja, der ist auf dem Festland. Die Mutter ist damals mit ihm weggezogen. Sie hat dann ganz streng nein und wir dürften nicht von Helgoland erzählen und er sollte erst mal drüben sich einleben. Und das war also für uns ganz, ganz schwer. Matthias Dittmar ist erst seit kurzem Pastor auf Helgoland. Er hat es doch nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt auf dem Festland, oh, du bist auf Helgoland gekommen, das ist ja so öde. Der ist aber noch nicht auf Helgoland gewesen, schon gar nicht im Winter, weil im Winter auf Helgoland ist es wunderschön und es lebt von den Beziehungen hier. Diese Insel und vom Entdecken lernen. Weil es so weit vor der deutschen Küste liegt, war Helgoland im Zweiten Weltkrieg besonders exponiert. Zahlreiche Bunker sind über das ganze Oberland verstreut. Uta Dittmar, die Frau des neuen Inselpastors, will sich die Luftschutzbunker von Helgoland zeigen lassen. Sie liegen 18 Meter tief unter der Erde. Hitlers Generäle ließen die Insel zur Hochseefestung ausbauen. Viele Helgoländer überlebten die schweren Bombenangriffe der Briten im Jahr 1945 hier unten. Wie ist das eigentlich mit den Kindern gewesen, die da nicht mehr zur Schule gehen konnten? Mit den Hausarbeiten und so? Haben die im Bunker tatsächlich ihre Hausarbeiten? Nein, haben sie nicht. Nein, auch wenn man die fragt, die haben ja teilweise so lange drinnen gesessen. Wenn die Maschinen in England aufstiegen, dann haben sie die hier schon orten können. Ja. Und alle Bomberverbände, die ins Reichsgebiet einflogen und bis einschließlich Berlin bombardierten, sind über Helgoland rein und wieder raus. Mhm. Wenn sie die geortet hatten, gab es Alarm, dann mussten die rein und mussten so lange drinnen bleiben, bis die letzte Maschine über Helgoland zurück war. Also da hier hat sich zum Ende des Krieges hat sich das Leben ja hier unten abgespielt praktisch. Mhm. Nach dem Krieg versuchte die britische Luftwaffe, Helgoland komplett wegzusprengen. Es war eine der größten Explosionen der Weltgeschichte. Doch der Inselfels hielt stand, er war aber unbewohnbar. Erst 1952 konnten die geflohenen Insulaner vom Festland zurückkommen und ihre Häuser wieder aufbauen. Moin, moin, Dennis. Wie sieht's aus? Oh, wir sind gerade draußen gewesen, Körbe geholt. Ja. Und schon hat gefangen, kleinen Hummer dabei. Fürs kleinen Abi. Hummer? Ja, kleinen Hummer. Ja? Muss man doch vorbei oh, haben, komm, ne? Der ist noch ein bisschen größer, oder ne? Kann ja schon sein, ne? Ja. Genug geplaudert, die Fahndung nach dem Strauchdieb kann nicht länger warten. Alles Gute, schönen Tag noch, ne? Jo, gleichfalls. Tschüss. Auch auf die Besucher der Insel hat Kenneth Rostig ein wachsames Auge. Helgoland zählt nicht zum EU-Binnenmarkt. Deshalb kaufen die Tagestouristen hier gerne zollfreie Waren ein. Wenn unter ihnen mal ein Langfinger dabei ist, erfährt der Inselpolizist davon sehr schnell. Auf der Straße natürlich. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo man, ich sag mal, einen Smalltalk hält. Und ganz einfach übers Wetter philosophiert. Und da kann man viel philosophieren über Helgoland, weil das Wetter sich hier ständig ändert. Aber es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo uns konkrete Hinweise gegeben werden, wo Personen sich falsch verhalten haben und wo wir dann quasi aufgrund dieser Hinweise, die wir da direkt bekommen, auf der Straße zum Teil, entsprechend polizeilich tätig werden und unsere Ermittlungen aufnehmen. Das hat es gegeben und das gibt es auch immer wieder. Zurück in der biologischen Anstalt Helgoland. Friedrich Buchholz will herausfinden, wie sich die Hummer am schnellsten vermehren lassen.
Bisher haben schon etwa 1000 gezüchtete Tiere im Felssockel überlebt. Doch es sollen mehr werden. 40.000 ist die angestrebte Zahl. Dafür benötigen die Wissenschaftler viele Eier der Hummerweibchen. Wir untersuchen den Rhythmus der Eierabgabe. Die werden nicht in einem Schub abgegeben, sondern in mehreren. Und wir fangen dann die Eier auf, können sie zählen. Dazu wird das Weibchen dann in Hälterung behalten, bis das passiert. Das sind wiederum für uns Basisdaten für die Populationsdynamik. Jeder Hummer wird mit einer individuellen Farbe markiert. So können die Forscher seine Entwicklung beobachten, wenn er wieder im Meer lebt. Unter dem Mikroskop beobachtet Friedrich Buchholz die Hummerlarven. Auch bei deren Aufzucht versuchen die Forscher, die Bevölkerung einzubeziehen. Jeder Helgoländer kann eine Patenschaft für die kleinen Hummer übernehmen. Vielleicht gibt es irgendwann wieder so viele Hummer wie vor dem Krieg, bevor die vielen Bombenangriffe ihre Felshöhlen zerstörten. Doch es droht ihnen eine neue Gefahr. Durch den Klimawandel erwärmt sich auch die Nordsee. Das heißt dann, dass die Tiere früher schlüpfen. Und verrückterweise schlüpfen sie zu einem Zeitpunkt, der dann zu kalt ist, noch im Frühjahr, also vor dem richtigen Frühjahrstemperaturanstieg. Und damit haben die Tiere ein Problem. Das heißt, die Larven können sich temperaturbedingt nicht optimal entwickeln. Detlef Haas und sein Freund Hatti Denker gehören noch zu den wenigen Helgoländern, die den alten Inseldialekt Hallunder sprechen. Wenn der Appetit auf den Neibelachumot oder was, ich werde dann auch. Wenn der sich auch ziemlich inlöppen hier, wenn man nicht so sagt, aber wenn er gut zusammen der Rohr. Nee, aber die Hiebe, da hat er wohl keinen Druck. Hat keinen Druck. Und alle hat Bären. Kein Hydraulikdruck oder was? Nee, kein Hydraulikdruck. Ja, müssen wir mal die Pumpe nachgucken, ne? Das Helgoländische ist eine friesische Art, ist aber vollkommen eine eigenständige helgoländische Sprache, die wird aber untergeordnet dem Friesischen mit. Und wenn ich mich mit Hatti Denker unterhalte, dann sprechen wir wahrscheinlich immer mal zwei, drei Worte Hochdeutsch, aber dann fallen wir sofort wieder ins Helgoländische zurück, weil das ganz einfach so Gang und Gäbe und Gewohnheit ist zwischen uns, dass wir nur noch Helgoländisch sprechen. Hatti Denker ist Hummerfischer im Ruhestand. Meine Vorfahren waren schon Fischer, mein Vater war Fischer. Und wenn man da mal so in den Büchern oder was man noch so hat, die Unterlagen, die man hat, danach zieht, dann kann man das jetzt mit heute gar nicht vergleichen. Weil das war enorm viel, was da gefischt worden ist. Ja? Da hat man große Aufbewahrungskästen hier zwischen Helgoland, hier zwischen Hafen und Landungsbrücke gehabt. Da waren Tausende von Pfund Hummer wurden da aufbewahrt. Ja, das, also so weit sind wir lange noch nicht. Und ob das eines Tages noch wiederkommt, das ist auch noch fraglich. Nee. Als Hatti Denker anfing zu fischen, war der Hummer das Markenzeichen von Helgoland. Obendrein war die abgelegene Insel ein Rückzugsort für Piraten und Schmuggler, ebenso wie für manche Tierspezies. Die Seehunde tummeln sich bis heute auf der Düne, einer vorgelagerten Sandinsel, die man nur mit dem Fährboot erreicht. Einst war die Düne mit der Hauptinsel durch einen Damm verbunden. Als ein Sturm den Wall zerstörte, wurde er nicht mehr aufgebaut und Helgoland hatte plötzlich zwei Inseln. Heute ist die Düne weitgehend unbewohnt. Hans Stümer ist Hobbygeologe. Am Strand der Düne sucht er nach roten Feuersteinen, die es nur auf Helgoland gibt. Als Hans Stümer in den 60er Jahren vom Festland auf die Insel zog, entdeckte er zufällig die äußerlich unscheinbaren Steine.
Erst wenn man sie aufschlägt, offenbaren sie ihre Schönheit. Wir haben ja draußen unter Wasser ungefähr 70 Quadratkilometer Klippe anstehen. Mit allen Oberkreideformationen, Unterkreide und so weiter. Aber nur im Bereich der Düne, über ganz Schleswig-Holstein, über ganz Niedersachsen erstrecken sich diese Schichten. Aber nur im Bereich der Düne. Auf Helgoland sind sie rot. Das weiß kein Mensch, warum das so ist. Es ist das große ungelöste Rätsel, was wir noch in der Geologie haben. Es ist einfach so und man kann, ich kann das ruhig erzählen, eine Dame hat mal gesagt, Sie müssen es sich so vorstellen, Herr Stümer, es haben sich Fenster geöffnet und durch diese Fenster ist dann die rote Farbe in die Steine gekommen. Das ist auch eine Erklärung, aber ich glaube, sie trifft nicht zu. Hans Stüber hat neugierige Zuschauer. Ich habe es selbst schon gehabt, dass ich mal einen übersehen habe, einen Bullen. Und der meldete sich dann 2 Meter vor mir. Und ich habe mich entschuldigt, habe gesagt, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Und dann guckt er mich so vorwurfsvoll an, gähnte, was er natürlich nicht tat. Er zeigte mir nur, was er im Mund drin hat. Und dann nahm er die Flosse und tippte sie so an den Kopf, als wenn er sagt, du kannst die Augen ja aufmachen. Man hat schon Erlebnisse, nur, ich sag's noch mal wieder, natürlich macht man einen Bogen um diese Tiere, um sie nicht unnötig zu stören. Hans Stümer schlägt die Steine niemals draußen am Strand auf. An den scharfen Steinsplittern könnten sich die vielen Kegelrobben und Seehunde, die hier liegen, verletzen. Auf den Sandbänken erholen sich die Tiere von ihrer tagelangen Jagd im Wasser. Das Naturschutzgebiet Helgoland ist einer der wenigen Orte in der deutschen Nordsee, wo Kegelrobben und Seehunde ungestört sind. Hier können sie im Winter ihre Jungen zur Welt bringen und in der Sommersonne wichtige Vitamine tanken. An Land sind sie unbeholfen. Unter Wasser kann die Kegelrobbe bis zu 140 Meter tief tauchen. Mit einem Katzenhai will sie sich aber lieber nicht anlegen. Die Seehunde wurden früher von den Helgoländern gejagt. Heute sind sie das ganze Jahr über geschützt. In seiner Werkstatt sägt Hans Stümer die roten Feuersteine, die er auf der Düne findet, entzwei und in Scheiben. Erst dann kann er erkennen, ob sich seine Mühe gelohnt hat. Schon in der Jungsteinzeit haben die Menschen den roten Flint als Werkzeug eingesetzt. Für Hans Stümer ist jede Scheibe mit ihren 3 Farbschichten einzigartig. Es gibt also roten Feuerstein, da, wenn Sie die Scheiben sehen, da meinen Sie, das ist eine Hubble-Aufnahme aus dem Weltraum. So sehen diese Wolken aus da drin. Umgekehrt habe ich auch schon gesehen, es sah aus wie ein Gemälde. Man gab früher mal diese Engelchen, die da das kleine Kind behüten. Es gibt einen Stein, habe ich da, das ist so ein kleines Mädchen, geht vorweg und darüber schwebt ein Engel. Da kann man natürlich drüber lachen und sagen, Spinnerei. Aber es sieht einfach so aus. Also für mich ist jede Scheibe ein Schmuckstück, eine Besonderheit, ein Geschenk der Natur. Das findest du ja nur nicht überall. Hans Stümer will seine neuen Feuersteine Inga Ludwig zeigen. Gemeinsam mit der Schmuckdesignerin hatte er vor einigen Jahren die Idee, aus den roten Steinscheiben Schmuckstücke zu machen. Der rote Flint ist noch im Rohzustand. Mehrere Tage wird Hans Stümer ihn schleifen und polieren, bis er dann zu einer Halskette made in Helgoland verarbeitet wird.
am Abend hat ein Kreuzfahrtschiff vor der Insel geankert. Der einzige Leuchtturm der Insel weist allen Schiffen den Weg. Bis zu 28 Seemeilen reicht der Strahl des Helgoländer Leuchtfeuers. Jens Rölf hat sich den höchstgelegensten Arbeitsplatz von Helgoland ausgesucht. In 34 Meter Höhe versieht der Leuchtturmwärter seinen Dienst. Ja, also morgens ist immer schon der erste Gang, einmal auf die Plattform, alles in Ordnung ist, ob alles fest ist. Und doch, das erste ist immer der Blick einmal rundherum, wie das Wetter ist, wie die Aussicht ist. Das genießt man schon jeden Morgen einmal. Und einmal in Wind stellen, das ist besser als Kaffee trinken, dass man einmal wach. Aber darf man nicht vergessen, dass es auch Arbeitszeit ist. Also zu lange sollte man dann doch nicht rausgucken. Obwohl heute alle Schiffe mit Radar ausgestattet sind, ist das Leuchtfeuer für sie eine wichtige Orientierungshilfe. Wenn es ausfällt, muss der gelernte Elektronikmechaniker Jens Röf das Leuchtfeuer auswechseln. Das ist nicht ganz ungefährlich. Die Lampe steht unter Hochdruck, könnte explodieren und ihn verletzen. Überall in Deutschland werden die Leuchttürme inzwischen vollautomatisch gesteuert. Nur hier ist er noch bemannt. Wir haben unsere eigenen Notstromaggregate. Aber wie gesagt, wenn das Kraftwerk dann mal ein bisschen komisch ausfällt, also wenn die nicht nur ausschalten, und wenn Spannungsschwankungen da sind, dann mag die Steuerung das nicht. Und dann muss man halt ja, Schaltpläne wälzen mitten in der Nacht und gucken, dass man den Fehler möglichst schnell behoben kriegt. Und man ist eben der Einzige, der das hier reparieren kann. Und das soll er auch weiterhin tun, der Leuchtturmwärter von Helgoland. Der Lummenfelsen im Oberland ist ein beliebtes Ziel für Ornithologen aus aller Welt. Auf den engen Felsvorsprüngen nisten über 2000 Vögel. Den schwarzen Trottellummen verdankt der Fels seinen Namen. Frank Gutzke ist Leiter des Naturschutzvereins Jordsand auf Helgoland und mit seinem jungen Kollegen täglich auf Vogelschau. Die Bastölpel sind relativ neue Bewohner auf dem Roten Felsen. Erst seit Ende der 90er Jahre brüten auch sie hier. Für Frank Gutzke ist der Lummenfelsen ein wahres Vogelparadies. Also was wir hier an dem Lummenfels, das ist also Naturschutzgebiet, im Übrigen das kleinste in der Bundesrepublik mit dem höchsten Brutbestand, sind alle Seevögel. Also Vögel, die das gesamte Jahr über auf dem Meer leben, dort auch schlafen, also wirklich dort regulär leben. Nur zur Brutzeit kommen sie eben halt an diesen Felsen. Das hat auch einen besonderen Grund. Sie sind also relativ schlechte Flieger, das heißt Starter. Sie können schlecht starten von festen Böden aus und suchen daher an den Felsen, an den Felsvorsprüngen ihre Nistplätze. Sie können sich dann runterstürzen, können dadurch wieder fliegen. Auf dem Wasser haben sie es leichter, da laufen sie, da gibt das Wasser nach und können dadurch den Aufwind bekommen. Wenn der Hummerforscher Friedrich Buchholz zum Festland nach Bremerhaven will, muss er erst einmal Schlange stehen. Weil Helgoland keinen Hafen für große Seebäderschiffe hat, müssen die vor der Küste ankern. Die Passagiere werden mit den Börtebooten der Fischer aus- und eingebootet. Die Börtebootfahrer sind dann auch die Hummerfischer, die dann
abends und morgens rausfahren und dann tagsüber wird die Börte bedient sozusagen. Also sind mir gut bekannt und ich mag diese Boote auch besonders gerne, weil sie sind seetüchtig, Eiche auf Eiche, so um die 50 Jahre gebaut, einfach schöne Schiffe. Bis heute ist es nur Helgoländern, die eine Lizenz als Fischer haben, erlaubt, mit den Börtebooten Passagiere zu transportieren. Doch viele junge Börtebootfahrer besitzen zwar eine Fischereierlaubnis, fahren jedoch längst nicht mehr aus, sondern leben ausschließlich vom Personentransport. Dafür bekommen sie von der Gemeinde ein festes Entgelt. Das ist sicherer, als vom wechselnden Fischerglück abhängig zu sein. Aber die Besucherzahlen auf Helgoland sinken. Deshalb kommen jetzt immer weniger Fährschiffe zur Insel. Auf Dauer wird es nicht mehr genug Beschäftigung für den Brückenkapitän und die Börtebootfahrer geben. Die Zukunft des traditionsreichen Helgoländer Transportmittels steht auf dem Spiel. Während der Überfahrt zum Festland hält sich Friedrich Buchholz am liebsten an Deck auf. Etwa 2 Stunden dauert die Schiffsreise. Das ist einer der Attraktivpunkte auf Helgoland. Man lebt eben mittendrin und man verliert nie den direkten Kontakt mit dem Meer, mit der Meeresumwelt. Das Meer wiederum für mich persönlich ist nie eine Grenze, sondern immer der Weg überall hin. Die Überfahrt inspiriert Friedrich Buchholz oft zu neuen Projekten. Überall in der Nordsee entstehen derzeit Parks mit Windenergieanlagen. Auch in der deutschen Bucht vor der Insel Borkum, etwa 100 Kilometer von Helgoland entfernt, wird ein solcher Offshore-Windpark gebaut. Im Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven will Friedrich Buchholz mit einem Kollegen seine neue Idee besprechen. In den Windparkanlagen der Nordsee will er gemeinsam mit dem Meeresbiologen Bela Buck in Zukunft mehrere tausend Hummer ansiedeln. Bela Buck ist dabei zu erforschen, wie man vor den Küsten Aquakulturen künstlich züchtet. Eine Idee wäre ja dann, wenn man sich hier bei diesen geplanten Windenergieanlagen, die im Meer stehen soll, sich so eine Gründungsstruktur mal anschaut. Du hattest ja vorgeschlagen, man könnte einen neuen Lebensraum schaffen. Quasi Inseln für den Hummer, der sich dort entwickeln kann und damit auch die Bestandssicherung dann gewährleistet wird und letztendlich auch die Arterhaltung. Sozusagen ein künstliches Riff. Hier haben wir eine Struktur, die sehr groß ist, also von hier bis hier oben, das sind locker 30 bis 40 Meter. Und was wir uns überlegt hatten vom IMARE, ist, dass wir diese Struktur nehmen und vielleicht etwas aufbessern, indem wir hier Strukturen einbauen, die ein neues Zuhause für viele Organismen bieten können. Genau. Das können Fische sein, das können Algen und Muscheln sein, aber eben auch Hummer. Wenn sich später hier wirklich ein gutes Riff etabliert hat, über die ganze Nordsee verteilt, dann könnte man vielleicht bei dem Rückbau dieser Anlagen, diesen neuen Eingriff in das Ökosystem, nämlich das Ganze wieder auszubuddeln, vielleicht dahingehend einfach lassen, indem man das hier abschneidet und das Riff sich selbst überlässt. Exakt. Bis vor Helgoland wieder wie früher Tausende von Hummern leben, bleibt Detlef Haas nichts anderes übrig, als weiterhin Knieper zu fangen. Seine Frau Christina und
ihr gemeinsamer Sohn haben Sehnsucht nach ihm. Guten Morgen, Herr Haas. Hey, hier ist Herr, na? Kommst du heute auch noch mal nach Hause? Ja, ich muss eben noch einen Hydraulikschlauch wechseln. Eine halbe Stunde sowas bin ich zu Hause. Ja, ist gut. Setz zum Kaffee auf? Ja, mach ich. Okay, gut, alles klar. Bis dann. Jo, bis gleich. Tschüss. Für Detlef Haas ist es nicht leicht, seine Familie von der Fischerei zu ernähren. Auf Helgoland sind die Lebenshaltungskosten hoch, denn alles muss mit dem Frachter zur Insel geliefert werden. Trotz seines Zweitjobs im Kraftwerk der Insel kann Familie Haas keine großen Sprünge machen. Die Hummerfischerei ist eine Sache, die man als Vollzeitjob, bedingt durch Sozialabgaben, Versicherung, Steuern, nicht mehr machen kann. Die Abgaben sind ganz einfach zu hoch und deshalb muss man die Fischerei als zweites Standbein nutzen. Alleine auf dem Bein Fischerei zu stehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Moin Philipp! Na, wie schaut's aus? Wollt ihr tauchen? Jo, wir fahren gerade aus in den Südhafen ins Wellfürstbecken zu unserem Experimentkäfig. Oder zu unserem Käfig, wo wir die Experimente machen. Ja, ja, alles klar. Gut, dann wünsche ich euch was. Alles klar, Detlef. Viel Spaß. Tschüss. Philipp Fischer ist Fischökologe und Tauchleiter des Alfred-Wegener-Instituts. Helgoland ist für ihn ein ideales Tauchrevier. Vor der Insel haben er und sein Team unter Wasser eine Versuchsanlage aufgebaut. Sie wollen mehr über die Interaktion von Hummer und Knieper herausfinden. Käfig setzen sie einen Köder aus und warten ab, wer sich zuerst nähert, Knieper oder Hummer. Doch nichts geschieht. Das Experiment ist ein wichtiger Test für ein künstliches Riff, das die Meeresbiologen vor Helgoland aufbauen wollen. Wir erwarten eigentlich, dass es früher genauso war. Dass früher ein sehr starker Hummerbestand hier war, der den Knieper klein gehalten hat. Nun hat man den Hummer quasi aus dem System durch eine sehr starke Befischung entfernt und der Knieper ist hochgekommen. Das heißt, es ist keine Verteilung, die sich leicht verschiebt, sondern das ist so eine zweigipfelige Verteilung. Entweder ist der Knieper sehr dominant und hält den Hummer klein oder der Hummer ist sehr dominant und hält den Knieper klein. Um das von der ökologischen Seite her einschätzen zu können, brauchen wir ein sehr detailliertes Wissen über die Interaktion genau dieser beiden Tiere. Um die Ressource Nahrung. Und genau das erwarten wir. Aufschluss, wer ist eigentlich stärker, wenn es um Nahrungskonkurrenz geht? Der Knieper oder der Hummer? Jo. Hauptkommissar Kenneth Rostig fahndet weiter nach dem Strauchdieb. Irgendwo muss er doch eine Spur hinterlassen haben. Es kommen hier auch mal aufregende Fälle, auch auf die Insel. Vielleicht nicht in der Häufigkeit, wie es auf dem Festland ist, aber wir haben sie trotzdem. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die gesamte Palette des polizeilichen Handelns ist da und es reicht. Also mich füllt das aus vom polizeilichen her und ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo was vermisse. Am Abend macht sich Frank Gutzke erneut auf den Weg zum Lummenfelsen. Heute erwartet er ein einzigartiges Naturerlebnis, für das Helgoland berühmt ist. Die
Diese Dämmerung ist also der Startschuss eigentlich für den Lumpensprung. Die Jungtiere sind jetzt so weit, dass sie ins Wasser springen, um also von den Eltern an die Nahrung geführt zu werden. Manche machen dann eine ganz große Schau draus, die laufen hin und her, müssen ihre Angst überwinden, ehe sie springen. Und es gibt dann natürlich auch andere Tiere, die nach vorne an die Kante gehen und springen. Dieses Küken traut sich noch nicht. Vom Wasser ruft ihn das männliche Elternteil zu sich, um ihm Mut zu machen. Wenn das Küken fliegen und fischen gelernt hat, wird es bis zur Biskaya ziehen. Zum Brüten kommen alle Vögel dann wieder zum roten Felsen von Helgoland. Nächsten Morgen kehrt Detlef Haas früh vom Fischen zurück. Trotz aller Schwierigkeiten, für ihn gibt es keinen schöneren Ort als seine Insel Helgoland. Dieser kleine Buntsandsteinkrümel, der ist also schon sehr faszinierend, weil durch Wind und Wetter geprägt und hat seine Tücken. Und es ist auch eine große Herausforderung, auch dieses Naturschutzgebiet zu befahren, weil es doch ein sehr anspruchsvolles Revier ist. Man muss sich sehr gut auskennen, ansonsten geht es in die Hose. Es ist faszinierend, es hat eine Faszination, kann man nicht beschreiben.